vielen Ländern der Erde arbeiten die Menschen schwer und lang und können doch von ihrem Lohn nicht leben. Der Großteil der Jugendlichen hat keine Perspektive, sich mit Arbeit einen bescheidenen Wohlstand zu erwirtschaften. Kein Geld zu haben, bedeutet, sich nichts kaufen zu können. Der Binnenmarkt in vielen Ländern ist dadurch geschwächt. Produzenten und Arbeiter vor Ort sind überwiegend auf den Export angewiesen. Doch Weltmarktpreise schwanken. In Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen oft unwürdige Arbeitsbedingungen und sehr ungleiche Einkommensverhältnisse herrschen, verbarrikadieren sich Wohlhabende in bewachten Wohnsiedlungen. Der kleine Mittelstand schützt seinen bescheidenen Reichtum, indem er seine Häuser und Wohnungen vergittert. Große Teile der Bevölkerung leben in einfachen Holz-, Lehm- und Wellblechhütten ohne Strom, sauberem Wasser und Kanalisation. In Österreich ist die Lebens- und Arbeitssituation heute nicht mit jenen in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu vergleichen. Das war aber nicht immer so. Geht man einige Generationen zurück, findet man auch in Österreich schlimmste Wohnbedingungen, Kinderarbeit, Hunger und Krankheit. Ähnliche Zustände wie in vielen Entwicklungsländern heute. Damals, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, bildeten sich in Europa Gewerkschaften, die den Kampf gegen Armut, Hunger und Ausbeutung aufnahmen. Es sollte ein langer Kampf um würdige Arbeitsbedingungen und das Recht auf einen angemessenen Anteil am Wirtschaftserfolg werden. Letztendlich konnten sich die Gewerkschaften in vielen Bereichen durchsetzen. So wie Österreich sich heute in der Weltgemeinschaft präsentiert, wie es den Menschen in diesem Lande geht, sieht man ja ganz deutlich den Unterschied von 18. 19. Jahrhundert, Entstehungsgeschichte der Gewerkschaften weg bis heute. Und der ist untrennbar mit dem Erfolg der Gewerkschaften verbunden. Gäbe es keine Gewerkschaften, würden wir sicherlich heute nicht so dastehen. Als der österreichische Gewerkschaftsbund, der ÖGB, noch vor Kriegsende 1945 von sozialdemokratischen, christlichen und kommunistischen Gewerkschaften gegründet wurde, waren die Wiederherstellung der Demokratie und der Wirtschaftskraft, Arbeitnehmerschutz und ein starkes Sozialsystem wichtigste Ziele. Viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter waren und sind in der Zweiten Republik politisch im Nationalrat und in der Regierung tätig. Der ÖGB ist überparteilich, aber nicht unpolitisch. Bei uns haben im ÖGB alle Weltanschauungen Platz. Das wird ausgedrückt durch die Fraktionen. Die Fraktionen sind im ÖGB ein fixer Bestandteil. Und jede Fraktion hat eigentlich die Aufgabe, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der ihr nahestehenden Partei und gesellschaftlichen Weltanschauung zu vertreten. Österreich ist heute eines der reichsten Länder der Welt. Sowohl Binnen- als auch Exportwirtschaft sind erfolgreich. Die Bevölkerung ist durch ein gutes soziales Netz vor Risiken abgesichert. Die Menschen verfügen über Kaufkraft. So kann die Binnennachfrage Weltwirtschaftskrisen abfedern helfen. In der Arbeitswelt herrschen Gesetze, die Arbeitnehmer schützen. Gesetzlich vorgeschriebene Kollektivverträge sorgen für eine gerechte Entlohnung. Das sind Errungenschaften aus der Zeit der Ersten Republik. »1919 gab es erstmals eine demokratisch gewählte Regierung in Österreich. Als erster Staatssekretär für Soziales schuf der Gewerkschafter Ferdinand Hanusch eine weltweit vorbildliche Sozialgesetzgebung. Grundlegende Forderungen der Gewerkschaften waren damit endlich erfüllt. Um die Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben in den Betrieben zu garantieren, erließ Ferdinand Hanusch ein weiteres Gesetz. Die Verordnung zur Einführung von Betriebsräten sicherte die Sozialgesetzgebung ab und begründete die betriebliche Mitbestimmung. Die Unternehmen waren nun demokratischer organisiert, die Interessen, Sorgen und Vorschläge der Arbeiterschaft berücksichtigt. Die Globalisierung hat die betriebliche Mitbestimmung in Österreich nicht abgeschafft.
Arbeit und Dienstleistungen können aber heute in Länder ausgelagert werden, in denen es keine betriebliche Mitbestimmung der Arbeiterschaft, keine Betriebsräte und keine oder nur schwache Gewerkschaften gibt. Das unterläuft die Kollektivverträge und somit gerechte Löhne und würdige Arbeitsbedingungen. In Österreich begegnen sich Arbeiterschaft und Unternehmer nicht nur im Betrieb. Die Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg machte es notwendig, gemeinsam Lösungen zu finden. Ziel war es, die Wirtschaftskraft aufzubauen und den Wohlstand der Bevölkerung kontinuierlich zu steigern. Die österreichische Sozialpartnerschaft besteht aus Vertretern des ÖGB, der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer und der Landwirtschaftskammer. Gemeinsam entwickeln die Sozialpartner auf Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen auch Vorschläge und Stellungnahmen an die Regierung in Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Es gab aber immer wieder Phasen, wo man versucht hat, die Sozialpartnerschaft irgendwie an den Rand zu drängen oder den Einfluss zu schmälern. So zum Beispiel in der Phase zwischen 2000 und 2006. Aber das war nicht sehr erfolgreich, denn die Sozialpartnerschaft funktioniert auf allen Ebenen. Und wenn man sieht, wie viele Kollektivverträge abgeschlossen wurden, Vereinbarungen geschlossen wurden, dann zeigt sich ganz deutlich, die Sozialpartnerschaft kann man nicht an den Rand drängen. Könnte die österreichische Sozialpartnerschaft nicht auch ein Modell für Entwicklungs- und Schwellenländer werden? Der ÖGB leistet dazu Beiträge in der internationalen Gewerkschaftsbewegung. Ich denke, die Sozialpartnerschaft Österreich könnte für viele Länder ein Vorbild sein, dort wo ähnliche Rahmenbedingungen sind. Und ich glaube, sie könnte ein Exportschlager sein, aber es muss jedes Land entscheiden, welchen Weg es gehen will. Die österreichischen Gewerkschaften haben das Recht, der arbeitenden Menschen stets gewaltlos mit den Mitteln der Vernunft vertreten. Nach 1945 konnten wichtige Forderungen der Gewerkschaften erfüllt werden. Heute sieht sich die Arbeiterschaft mit den Herausforderungen der Globalisierung konfrontiert. Nur demokratisch, im betrieblichen Austausch und in der Sozialpartnerschaft werden diese Aufgaben so gelöst werden können, dass die gesamte Gesellschaft davon profitiert.